Hallo und ein wunderherzliches Willkommen zu der nächsten Folge Rollercoaster Tycoon 3. Okay, diesen Ton nie wieder einverstanden. Mir ist gerade aufgefallen, hier meine schöne Schneespitze, Eisspitze ist kaputt gegangen. Was ich diese Folge vorhatte, war so ein bisschen mehr Geschäfte hinzubauen. Mal gucken, vielleicht mache ich den, Steinwüste-Bereich ein bisschen größer, baue den nach hier hinten aus oder was. Schwierigkeiten, Zugang zu dem Indianer-Holzsplitter. Dann brauche ich wohl einmal hier. So ein Gerademach-Tool. Na, hier, das da. Abflach-Tool. So. Besser? Leute? Oh. Gut. Super. Ist gar nicht mehr angeschlossen hier an den Weg. Wie komme ich denn zu der Ähre? Mal gucken, was hatte ich denn da für eine Warteschlange? Ah, ich sehe das Problem. I see the problem. Sagt nicht, ich wäre blind. Ich habe das Problem erkannt. Warteschlange. Siehst du jetzt? Siehst du? Jetzt funktioniert doch alles wieder. Fast. Von einem Problem zum nächsten, ne? Hier, komm. Alles schön gerade machen. Weg? Würdest du die Freundlichkeit besitzen, zu funktionieren? Wie kommt das? Ich mach mal hier kurz alles weg. So. Und dann mache ich das Ganze mal runter und wieder hoch. Weil das ist ja seltsam hier. So. Genau. So. Und so. Und jetzt müsste es eigentlich wieder klappen, oder? Weg? Nein. Das ist ja super. Aber das lässt mich annehmen, dass das Problem woanders liegt. Warte mal, vielleicht lässt sich das ja so beheben, indem ich von hier aus hier hingehe. So. Wie die alle tanzen, wenn ich das mache. Ach ja. So, mal gucken. Klappt das jetzt? Hallo? Weg, Weg, Weg. Na, noch nicht ganz. Na, hier, da. Und das klappt schon mal. Dann hier noch einmal. Perfekt. So. Leute, Problem Solving vom Besten, vom Feinsten, ja? Oh. Jetzt geht's da nicht weiter. Alter, das Spiel hasst mich heute. Mal gucken. So. Funktioniert jetzt alles? Nein, jetzt geht's hier nicht. Funktioniert jetzt alles? Sieht so. Nein. So. Jetzt? Komm schon. Irgendwann muss es doch klappen. Perfekt. Jetzt klappt doch wieder alles. Alles wieder beim Besten. Das, so wollen wir das doch haben. So, dann baue ich mal hier den Weg schön weiter.
Und ich stelle mal wieder auf nur Tag. Nachts leckt's nur. Ihr Mist. So. Dann gucken wir mal, was wir hier hinbauen. Also entweder baue ich hier jetzt weiter dieser Western-Stil oder was es ist. Halt diese Steinwüste. Oder ich baue auf der anderen Seite einen Pool. Oder ich baue sowas richtig Cooles mit Stationen mal. Ich würde gerne mal wieder so kleine Sachen hier hinbauen. Deswegen glaube ich, ich mache einfach hier mal so eine Abzweigung. Mit einem anderen Weg so ein bisschen. Mal was Neues ausprobieren. So ein bisschen Metallweg hier. Auch drei breit mache ich das erstmal. Das kann dann ja hier meinetwegen rübergehen. So. Genau. So, da mache ich dann vom Eingang aus eine Bahn hin und da wollen auch Leute. So, dann ist das Problem dann gelöst, nämlich. So. Auf diesem Weg würde ich gerne einige Löcher haben. Zum Beispiel hier. Ist das zwei? Ja. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Und hier. So, da kommen jetzt verschiedene Sachen rein. Erstmal kommt rein Toiletten. Jedes zweite wird eine Toilette. Eins. Offen. Dann die zweite Toilette. Wo bist du? Toilette. Offen. Noch eine. Toilette. Offen. Und das war's auch schon. Und dann noch gerne Informationen. Einmal in die Richtung. Dann in die andere Richtung. Und dann wieder in die Richtung. So. Damit wir hier so ein bisschen was... Weißt du, dass die Leute sich hier nicht komplett verlaufen? So. Offen. Habe ich die hier aufgemacht gerade? Mal gucken. Ja, ist offen. Perfekt. So, wie sich das gehört. So, dann will ich jetzt hier noch so ein bisschen so einen Kreis machen. Ja, Kreise in der eckigen Welt, ne? Hat man ja in Minecraft auch immer das Problem. Aber das kriegen wir schon hin. So, und da sollen dann außenrum so Fahrgeschäfte kommen. Ganz einfach. So, das ist die richtige Höhe, glaube ich mal. Ja. Dann hier. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3. Oder? Genau, 3. Da haben wir hier 1, 2, 3. Genau, bis hierhin. Das heißt, der hier ist einer zu spät. Genau. Hä? Ah, so muss das sein. So. Jetzt stimmt. Ich habe mich schon gewundert. So, bisschen Symmetrie muss sein, Symmetrie muss sein, da ist die ganze Welt voller Sonnenschein. Scheiße. so und so. Stimmt das? Ja, müsste stimmen, kommt hin. Die Mitte würde ich gerne so einen kleinen See machen, wo die Leute dann paddeln können oder was auch immer. Worauf die halt gerade ein bisschen Bock haben. Nee, dazu brauche ich einen kleineren. Noch einen kleineren, das ist ja fast Miniatur. So. Dann. Noch kleiner. Mit Größe 6 schon. So, diese Seite auch noch. So, dass es schön aussieht. Schöne Sache. Schöne Sache. Schöne Sache mache. So. Und hier noch. So. Perfekt. Ich weiß, das ist eine
egal, ob der Boden jetzt eben ist oder nicht, aber ich finde es einfach schöner, wenn er eben ist. So, da haben wir doch hier so einen schönen kleinen See, Teich, was auch immer. Da würde ich gerne hier die Wände in so einem hier anmalen. Einfach, damit das hier so schöner aussieht. Ne? Weißt du? Einfach, dass es schön ist. Ich bin ein Freund von schöne Sache. Boden, was nehmen wir denn da? Umfasster Beton, sag mal. Ja, nehme ich das. Das gefällt mir eigentlich schon gut. Und zuverlässigster Park, das hört man doch gerne. Was hatte ich hier? Zwei. Dann eins, dann eins. Dann eins. So. Eins, dann eins und hier rüber. Dann wieder hier runter. Ja, doch so. Genau. Schöne Sache. Der fängt erst hier an. Genau, habe ich richtig gesehen. Bin ich doch nicht so blind, wie ich dachte. Naja. Könnte besser sein, ne? Ne? So. So. Wie der Chef immer sagt, könnte besser sein. Ne, Spaß. Mein Chef weiß meine Arbeit zu schätzen. Deine nicht. Nur meine. Du brauchst ja gar keine Hoffnung machen. Viel Spaß. So. Ja. Jetzt habe ich das verhunzt. So. Genau. Dann auf der anderen Seite nochmal. 3, 2, 1, 1, 1. Symmetrisch? Nein. Hier fehlt noch. 1, 1, 1 und 1. Jetzt ist es symmetrisch. Das war jetzt vielleicht. Nur um so einen Beschreibungsreif zu machen. Das gibt's ja wohl nicht. So viel Arbeit für einen Kreis. Da kommen dann jetzt ein Bewegungssimulator hin. Der hat natürlich nicht die richtige Länge. Beziehungsweise Breite. So in Mitte hier. So. Nee, ich will nicht den Eingang. Ich will eigentlich so einen spacigen Eingang. Das ist mir natürlich viel lieber, weil es einfach besser zu dem Teil passt. Genau. So, eine Warteschlange braucht nicht allzu lang sein. Eins reicht. Und hier Weg. Was hatten wir jetzt? Das da. So. Dann kann man das schon auf grün stellen. Was haben wir als nächstes? Bötchen wollte ich machen, ne? Mal gucken. Kanus, Jetski klingt cool. Ich würde ja gerne mal Jetski fahren. Zwar mache ich das so. Ja, jetzt werden einige gleich meckern. Da ist ja kein Platz mehr für den Eingang. Eine Sekunde abwarten, mein Lieber. Kommt gleich noch. Nein, ich will es nicht löschen. Ja. Aus irgendeinem Grund will der mich das hier nicht jetzt. Nein. So. Genau. So. Eingang, Ausgang. Komm hier hin. Warteschlange gibt's nicht. Wer will schon Kanu fahren? Nein. Sondern 3. Genau, da können jetzt 3x2 Leute Kanu fahren. Wenn sie Lust haben.
So, aber wer geht schon in den Freizeitpark, um Kanu zu fahren? Wer ist denn so bescheuert? Oh, ja, 15 Minuten vorbei. Also, das wird jetzt schon langsam wieder das Ende dieser Folge. Ich versuche jetzt noch hier ein paar Geschäftchen hinzumachen und dann muss ich die Folge auch schon wieder beenden, meine lieben Freunde. Oder auch nicht Freunde, je nachdem, könnt ihr euch aussuchen. Ist mir wurscht. Jacke wie Hose. Eine kleine Spiralrutsche. Eigentlich, das wäre doch perfekt. So, guck mal. Sieht doch gut aus. Dann auf der anderen Seite brauchen wir auch noch sowas Kleines. Wie wär's damit? Genau. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut für die Ecken. Muss ich ernsthaft sagen, das ist wirklich toll. So, das haben wir hier dann für diese Ecke. Machen wir was Größeres. So. Einen Ausgang. Auf der anderen Seite auch noch was Größeres. Donnerbobs haben wir schon mal. Dann machen wir dann lieber hier. Enterprise klingt cool. Raumschiff Enterprise. So und grün. Und dann würde ich jetzt gerne noch schnell eine Bahn machen. So. Die von hier. Na, dieser Zaun da weg. Dieser Zaun da weg. Diese Lampe weg. Und diese Lampe weg. Nicht Weg weg. So. Da würde ich gerne hier einen Weg rüber machen, der dann für den Ausgang ist. Und hier einen Weg rüber machen, der dann für den Eingang ist. Und dann baue ich da jetzt eben schnell noch eine Bahn rüber und die können wir dann in der nächsten Folge verzieren. Wie wäre es damit? Ich glaube, dafür nehme ich den Einschienenzug. Oder den hängenden Zug. Das finde ich eigentlich noch cooler. Ich finde so hängende Züge viel cooler. Na, nicht Achterbahn. Die Achterbahn zum ja. So. Nein. Falsch rum. Willst du nicht, was ich will? Also, 1, 2, 3, 4. So. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und das geht jetzt einfach hier einmal rüber. Eieiei, diese Steuerung. Zum Verrücktwerden, sage ich euch. Zum Verrücktwerden. So, dass wir auch gar nicht so weit fahren, das Teil. Es soll nur einmal bis hier rüber fahren. Und dann hier schon wieder enden. Wie viel hatten wir nochmal? 2, 4, 6. 1, 2, 3. Oh. Ja. Super Plan, Don. Super Plan. Direkt da reinfahren. Keine Rücksicht auf Verluste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und dann X. Mal gucken. Eingang. Ausgang. Eingang. Hier. Ausgang. Hier. Dann noch eben die Wege verbinden. Also erstmal hier kontinuierlicher Kreis Shuttle. Dann auf grün stellen. Achso, nee, erstmal kurz rot. Ich will ja mehrere Wagen haben noch. Geht gar nicht. Wie schade. Warte mal, muss ich ja eben noch einen dran machen. Eins hier. Und eins hier, weil das geht ja nicht, dass er nur zwei Wagen hat. So, jetzt geht's auch. Drei Wagen. Grün. Dann einmal kurz Warteschlange. Hier. Genau.
Ausgang. So, komm, da. Auf der Seite auch nochmal. Und dann sind wir auch schon fertig, Leute. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Warteschlange. 2, 3, 4. Achso. Ja, dann hätte ich die lieber so, dass sie hier reingeht. Genau. Und dann haben wir sogar eine Shuttlebahn hier rüber. Farbe und Gestaltung mit Stationen und so bauen wir nächstes Mal. Können wir ja gucken, ob die Leute fahren. Ja, fahren sie. Dann wird hier hinten auch direkt ein bisschen mehr Party sein. Und die Leute verteilen sich mehr auf den jetzt nicht mehr ganz so kleinen Park. Ich danke euch fürs Zuschauen in dieser Runde Rollercoaster Tycoon 3 und freue mich, wenn ihr nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, dann bis... Warte. Ja, die Leute steigen aus und gehen direkt hier in den Simulator rein. So wie ich es mir gedacht habe. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Schöne Woche, schönen Tag, schönes was auch immer. Guckt mal wieder bei uns vorbei. Wir machen auch Hearthstone und WoW. Und ja, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo oder was auch immer da. Oder lasst gar nichts da. Lasst konstruktive Kritik, polemische Kritik oder irgendwas da. Oder auch nicht. Und wir sehen uns oder sehen uns nicht. Bye.